Hey, ihr kleinen Blutpäckchen, willkommen zurück zum Mass Effect 2. Ja, es gab jetzt wieder ein paar Tage nix, ne? Haha, so, wir machen mal die Bloodpack-Basis ausfindig. So, dafür muss ich erstmal zum Massenpatrol. So, wo ist er denn? Bloodpack-Basis zerstören im Würgeschlund. Ja. Und hier ist ein Planet reich an E-Zero. Ah ja. Brauchen wir jetzt zwar nicht mehr, aber ist ja auch egal. Hier, guck mal. Planet reich an E-Zero und Bloodpack-Basis zerstören. Beides hier. Perfekt. Sadaban. Habe ich hier nicht schon mal gescannt? Nee? Okay. Mal gucken. Erstmal das E-Zero. Ich meine, wir haben jetzt zwar genug. Aber ganz ehrlich, von E-Zero kann man nie genug haben, oder? Wo ist hier E-Zero? Da. Oha. Starte Sonde. Piff. So, wunderbar. Sonde gestartet. Den Rest brauchen wir nicht wirklich. Nee, komm, pfeif auf den ganzen Quatsch, auf das Kropfzeug. Wir brauchen E-Zero, Kinder. So, wie geht's euch eigentlich, Leute? So, hier mit der Space Odyssey hat sich ja alles wieder so ein bisschen verzögert. Ist halt, man muss halt leider sagen, es ist nur mein Zweitkanal und ich habe meinen Hauptkanal hier ein paar Tage jetzt nicht gefüttert, weil ich im Krankenhaus war, wie ihr wisst. Deswegen, also es ist halt leider gerade alles ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, ich werde bald wieder bei vollster Gesundheit sein und dann geht's wieder ab hier. Ja, ich will nicht wieder die Zeiten rauf beschwören, wo ich täglich 5-6 Videos, ja, hatte ich eine Zeit lang. Ne? Das muss ja nicht sein, finde ich. Das ist auch nicht gut so von der Frequenz. Dann habe ich auch nicht so den Bock drauf und man merkt es vielleicht auch. Und ich will ja immer jeden Part so ein bisschen gute Laune übertragen. Und wie gesagt, wenn ich da zu viel mache jeden Tag, das ist, glaube ich, auch generell, ne? Starte Sonde. Ne? Und das muss ja auch irgendjemand gucken. Ich glaube nicht, dass jemand alle Videos guckt täglich. Das wäre ja so ein Ding, ne? So, E-Zero haben wir noch. Sonde gestartet. Ansonsten nehme ich den Rest auch noch mit. Ich will halt unbedingt E-Zero jetzt mal auf Maximum den Tank. Müsste ja 25.000 sein, dann ist gut. Dann ist gut, genau. Wenn man das irgendwie effizienter hier abscannen könnte. Sonde unterwegs. Na, und nicht immer so jeden einzelnen Quadranten. Ach komm, ich höre jetzt auf. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Wir landen. So, eine behelfsmäßige Basis, bla bla bla, von dem Bloodpack. Die werden wir erstmal zu bomben. Nehmen wir mal Grunt mit und wir nehmen mal Said mit. So als alter Söldner wird er bestimmt hier noch ein Hühnchen mit denen zu rupfen haben, hä? Huh? Oh, wir haben mit ihm alles geskillt. Said, Inferno-Granate, ja. Kann man mal machen. Wird wahrscheinlich ehrlich gesagt sowieso nur so eine Crush-and-Destroy-Mission sein. Zur Abschaltung der gesamten Anlage führen. Das ist doch gut. Die Bloodpack. Palladium nehmen wir mit. Datenpad, Carlos, ich schicke Ihnen zwei Ihrer Wortschatz zurück, damit Sie sehen, womit ich es zu tun habe. Ich schlage vor, Sie geben den Vollidioten keine Waffen. Diese miserablen Schützen verpassen sonst nur einem ihrer Generatoren eine Breitseite, anstatt die eigentlichen Ziele zu treffen. Sobald sie endlich verstehen, wo meine Probleme liegen, werden sie mich hoffentlich nicht mehr verspotten, wenn ich um ein wenig Unterstützung bitte. Salamul. Das wollen wir mal sehen. Dankeschön. Sofortschaft. Boah. Bam. So, wie kommt man eigentlich runter zu denen? Oder wie kommen die rauf zu mir, besser gesagt? Warte mal, vielleicht hier?
Ihr seid ja witzige Kerle. Gibt's auch ein bisschen Muni zurück von euch? Aha. Kalusk, einige meiner Vorscher sind verschwunden. Ich brauche mehr, wenn sie wollen, dass die Arbeit termingerecht abgeschlossen wird. Woher sie sie nehmen, ist mir egal. Fragen Sie Garm nach seinen Ersatzleuten. Es sind sicher ein paar Verstoßene dabei, die für den Mineneinsatz gut geeignet sind. Oder gut genug sind. Salamol. Gut genug. Ist richtig gut für uns. Offensichtlich. Also für die sowieso, für die Bloodpack. Könnt ihr mal nicht so viel schießen, danke. Hallo. Kommt ihr jetzt wieder von oben auf einmal? Na, wie gesagt, das wird ja so eine ganz unspektakuläre Sache sein. Einfach reingehen, alles niederballern. Ah, ist ja schon Kalusk. Ganz kurz warten, bitte. So, was ist bald? Ich sage ja, relativ uninteressant wahrscheinlich hier. Sehen Sie sich das mal an. Was denn? So, jetzt die ganzen Eindämmungszellen einfach nur zu schießen. Oh. Wir müssen hier weg. Bin ich dafür, ja? Wow. Das ist so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Eigentlich sogar noch schneller, hätte ich gedacht. Das nehme ich mit. Oh Gott, das war ja echt langweilig. Oh, Upgrade für schwere Waffen. Kommt das jetzt her? Ah komm, ist egal. Nicht lang Zeit verschwenden hiermit. Das war jetzt mal wieder so eine Filler-Mission leider. Aber ich habe gesagt, vor denen ist man nicht gefeit hier. So, aber bald haben wir es, Leute. Overlord, die Schlüssel. Eine Cerberus-Station auf dem Planeten Aite, Typhoon-System Phoenixhaufen-Cluster, meldet sich nicht mehr. Der Unbekannte hat Unterstützung bei der Untersuchung der Situation angefordert. Machen wir das. So. Erstmal Treibstoffdepot. So. Die eine macht uns nichts. Shadowbroker-Basis Tali helfen. Omega, abgeschütztes Schiff retten. Projekt Overlord. Anomalie ist hier noch. Ja, komm. Gehen wir erstmal die Anomalie checken. Dass die so doof überlappen, ich verstehe es immer noch nicht, was die sich dabei gedacht haben damals. Amun. Da. Anomalie. So. Wie gesagt, das habe ich mal gefunden. Geortet. Allgemeiner Notruf. Sendeautomatik abgebrochen. Starte Sonde. Die Scanner haben etwas gefunden. Oberflächenscans melden das Wrack eines Frachters unbekannter Konfiguration. Schaden am Schiff katastrophal. Bewegung registriert, aber keine Anzeichen von Leben. Also Geth oder was? Wenn es Bewegung ist.
Nehme ich mal Tali mit, die Guest-Expertin, und mal wieder Jacob. Es gibt so Leute, die habe ich irgendwie nie dabei, ne? Okay. Gibt's denn irgendwas aufzusammeln vielleicht? Was? Einzelteile eines beschädigten Mechs. Geld! Und? Oha, was haben wir hier? Maschinen. Status der Maschinen gefährdet. Schaden an Primär- und Sekundärkern nicht behebbar. Austritt von Element Zero kritisch. Treibstoff leckt auf dem gesamten Maschinendeck. Status der Navigation kritisch. Manuelle Navigation nicht möglich. VI-Kontrolle durch höheren Befehl blockiert. Sensoren gefährdet. Kurzstreckensensoren sind offline. Unsichere Planetennähe um 0700 erwartet. Lebenserhaltung gefährdet. Ja. Lebenserhaltung langsam wieder in sicherem Bereich. VI-Kontrolle durch höheren Befehl blockiert. Schildleistung konstant bei 100%, keine Gefährdung der Schilde. VI-Netzwerk gefährdet. Bekämpfe potenzielle Fremdkörper. VI-Kontrolle über kritische Systeme durch höheren Befehl blockiert. Kommunikation gefährdet. Schaden an Kommunikationssystem kritisch. Aktiviere Notsignal. Nun. Irgendwas muss hier noch sein. Ich tippe mal auf Geth. Wie gesagt, wenn sich Bewegung hier... Captain, die Kurzstreckensensoren sind ausgefallen. Ich habe keine Kontrolle mehr. Die VI meldet überall im Schiff Fehlfunktionen. Aha. Achtung an alle. Wir befinden uns auf Kollisionskurs und verlieren laufend Systeme. Begeben Sie sich umgehend zu den Rettungskapseln. Das ist keine Übung. Also irgendwas ist hier ja... und macht noch Stress, glaube ich. So, haben wir das auch. Dann gucken wir mal. Was der Evakuierungsbefehl... Nee, hier die Papiere. Das sieht da schon aus wie... Deckungskampf hier überall, ne? Transportpapiere. Reflektierende Mech-Panzerung X6378. Herkunft Jarre-Station, Safe-Anlage. Lokimex. Herkunft Hanekeda, Abteilung für experimentelle Mechanik, Safe-Anlage. Ein Ymir-Mech. Herkunft Hanekeda, Abteilung für experimentelle Mechanik. Auch zur Safe-Anlage. Ja, komisch. Dann sind es wohl nur Max einfach. Und die VI hat Mist gebaut hier. Ich habe so das Gefühl, wir müssen gleich gegen so einen großen Mech antreten. Shrinken, wir haben ein Problem im Frachtraum. Markus sagt, die Mechs in den Containern würden sich aktivieren und selbst zerstören. Sehen Sie mal nach. Mehrere Feinde sammeln sich in der Nähe ihrer Position. Empfehle sofortigen Abzug. Ich dachte es mir, ja. Ist das jetzt überhaupt Sinn oder kommen wir jetzt endlos nach? Ich glaube, da kommen endlos nach, wenn er mich fragt. Eieiei, da kommen aber echt ein paar mehr gerade.
bin dabei. Nein, ich kann die Muni nicht nehmen. Oh nein, ich höre einen Mac. Wo sind die anderen? Sandsturm hat sich weiter auf 40% reduziert. Rückkehr zum Shuttle 6 Evakuierung erfordert. So. Down ab. Das war jetzt auch wieder so ein bisschen eine Trash-Mission. Aber ja, so sind halt meistens die Missionen hier, wo man nichts groß zu tun hat. Gibt ein bisschen Geld, gibt ein bisschen hiervon, davon und dann ist gut. Bisschen Materialien. So, gucken wir mal, Tagebuch. Das war jetzt aber nicht die, die ich machen wollte, wahrscheinlich. Die Schlüssel. Phönixhaufen-Cluster. Typhon-System. Ah, gucken wir mal. Oh, warte mal. Strabo, verlassene Station untersuchen. Oho. Da haben wir noch was, das nehme ich mal mit. Das nehmen wir mal mit. Strabo. Aha. Die Jari-Station. Ortsinfo beschafft. Zielkoordinaten Jari-Station, Strabo-System Adlernebel. Datenauswertung bestätigt letzten bekannten Aufenthaltsort des Frachters MSV Corsica. Jari-Station im Strabo-System. Es besteht die Möglichkeit, dass sich an Bord der Jari-Station Hinweise auf die Anomalie finden lassen, die zur Massenfehlfunktion der Mechs auf der Korsika geführt hat. Ah, das war die Information. Ja, okay. Also eben, dann geht die Mission noch ein Stückchen weiter. Immerhin keine reine Trash-Mission. Dann warte ich mal mit. Und Miranda, lass Miranda. Hoppala, was mache ich denn? Im Mit. So. Sehr gut. Sehen alle ein bisschen tot aus. Ich meine, muss man überhaupt noch groß an Bord gehen, wenn man weiß... Was? Wie kommen sie von der Jari-Station? Ich bin doch gerade auf die Station gegangen. Dr. Garwind, auf meinen Vorschlag hin haben wir die Energieversorgung aller Systeme außer der zur Lebenserhaltung notwendigen abgeschaltet. Hoffentlich ist die VI dadurch nicht mehr in der Lage, uns zu töten. Das ist nur eine vorübergehende Lösung. Alleine werden wir die Sache nicht überstehen. Dr. Talesin. Ja. Willkommen. Ich sag ja, eine VI kann auch... eine VI kann auch gefährlich sein. Sehr raffiniert. Energieversorgung im Dockbereich wiederhergestellt. Das ist ja schön. Eindringlinge werden gebeten, sich zwecks umgehender Entfernung von der Station zu den Frachtraumtüren zu begeben. Eindringlinge entdeckt, sie sind nicht dazu autorisiert, sich in diesem Bereich aufzuhalten. Dr. Garbrandt, ich bin überzeugt, dass die VI panische Angst vor einer Infektion hat. Was?
Ihr derzeitiges mörderisches Verhalten entspringt wahrscheinlich dem unbedingten Wunsch, uns davon abzuhalten, sie abzuschalten. Ich vermute eine Fehlfunktion der VI. Sie glaubt, dass unsere Systeme von einem Virus befallen sind. Wenn wir weiterhin versuchen, sie abzuschalten, wird sie weiterhin versuchen, uns zu vernichten. Unsere einzige Chance ist vermutlich, nichts zu tun und sie davon zu überzeugen, dass wir keine Bedrohung darstellen. Dr. Taliesin. Ja. So, erstmal hier die Türen abklappern. Die Wohnquartiere. Ja. Jetzt ist es wahrscheinlich eher die Todesquartiere mittlerweile. Mannschaftscasino. Was? Wohnquartiersteuerung. Ah, okay. Achtung an das gesamte Dockpersonal. Wir erwarten eine Lieferung Mech-Teile von der Hane-Keda-Anlage auf Kapek. Haskins Titannebel. Teilen Sie der VI mit, dass der Frachter MSV Corsica um eine Andockerlaubnis bitten wird. Kennings. Nun. Geht's ja auch noch ewig weiter hier. Energieversorgung im Wohnbereich wiederhergestellt. Das ist schön. Stationskontrolle. Mist. Zwei Türen aktiviert. Fünf Türen aktiviert. Das war korrekt. Persönlicher Spind. So, so. Noch mehr Tote. Kratz, Kratz und Kratz. War jetzt nicht so viel. Aber immerhin ganz nett, irgendwie von den Rätseln bisher. Alle Eindringlinge, die wissentlich die Quarantänevorschriften verletzen, werden aufgefordert, die Station umgehend zu verlassen. Energieausfall in der Station entdeckt. Mainframe aus Sicherheitsgründen abgeregelt. Ah, alles klar. Ich weiß schon, was ich tun muss. Forschungslabor. Wahrscheinlich erstmal alles hier wieder einschalten. War keine Feinde bisher. Energieversorgung im Forschungsbereich wiederhergestellt. Strahl aktiviert. Testbereich wurde gemäß Protokoll M29-2 abgeriegelt. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Aha. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Fehler in der Testanlage. Testbereich wurde geöffnet. Aha. War gar nicht so schwer. Die Angestellten nutzen bitte diese Gelegenheit, um die Station unverzüglich zu verlassen. Maschinenraum. Komm ich hier vielleicht auch in den Testbereich? Wow. Versuch, die Wartungssteuerung zu erreichen. Au! Höchstwahrscheinlich zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod. Ja, 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 ich hab's kapiert. Heiß. Hennings, ich bin sicher, dass der Ärger mit unserer VI nach dem Andocken der Corsica begonnen hat. Taliesin sieht sich gerade die VI an. In der Zwischenzeit gehen sie die Loks durch und finden heraus, was alles auf dem Schiff war. Dr. Gallowind. Kretz. Noch mehr Kratz. Na toll, hört das auch mal auf irgendwann. Ja, tut's. Ah, komm schnell. Au, au, au. Das ist ja schön. Ist jetzt alles cool hier, ja?
Offensichtlich ist alles erstmal wieder beruhigt. Können wir jetzt in den Mainframe, aber ich will noch diese Testkammer öffnen gerne. Komm ich denn da rein, sag mal? Hallo? Ist da irgendwie, ist hier ein Zugang? Ich sehe halt auch keine Tür, die hier reinführt, so wirklich. Von wegen, Zugang wurde geöffnet. Wahrscheinlich war es einfach nur, dass wir das machen mussten, um den Mainframe zu öffnen. Energieversorgung im Verteilerbereich wiederhergestellt. Zugriff auf Zentralrechner gewährt. Angedocktes Schiff entdeckt. Versuche Upload der zentralen Programmbestandteile in den Hauptrechner des angedockten Schiffes. Nein. Das machen wir nicht. Eindringling entdeckt. Sie sind nicht dazu autorisiert, sich in diesem Bereich aufzuhalten. Das ist eine sichere Zone. Bitte verlassen Sie umgehend die Station. Ich muss Sie leider davon in Kenntnis setzen, dass alle Versuche zur Verteidigung der Station fehlgeschlagen sind. Beende nun die Sicherheitsprotokolle. Ist aber schade. Okay, das war's schon. Shepard hat die Sicherheitskontrolle der Yari-Station deaktiviert und ist von der Station entkommen. Das ist doch fein. Das war mal ganz spaßig, auch wenn es nicht wirklich jetzt großartig was zu tun gab. Fand ich mal ganz nett, ja. Fand ich mal ganz nett. So, da gucken wir nochmal ganz kurz ins Tagebuch. Wo waren das jetzt nochmal? Typhon-System, Phoenix-Haufen-Cluster. So. Massenportal. Gehen wir ganz kurz nochmal in die Tanke. So. Wo ist denn der Typhon-Nebel? Ne, Phoenixhaufen, da ist es doch. Ne, warte mal, das ist ja Project Overlord. Ist das nicht sogar schon DLC jetzt wieder? Project Overlord. Na egal, wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Nicht vergessen, ich muss auch noch Talis Loyalitätsmission machen, aber die würde ich sagen, nehmen wir uns dann nächsten Part einfach vor. So. Warte mal, war es das auch? Project Overlord. Nein, ich tapp. Mach ich das schon wieder. Naja, Aite fliegen, genau. Projekt Feuergänger, das ist der nächste große DLC. Das ist die Hauptmission, die machen wir später. Kollektoren aufhalten und Tali natürlich machen wir auch noch. Gut, also Projekt Feuergänger ist dann das nächste, was ansteht nach Tali. Und dann haben wir endlich auch alle DLCs geschafft, Leute, glaube ich. Aite ist ein erdähnlicher Planet mit verschiedenen bewohnbaren Zonen, die von Wüsten über Dschungel bis zu Tundren reichen. Er weist zudem schwache Ringe auf, was bei Planeten, die keine Giganten sind, eher selten vorkommt. Die Ringe bestehen aus bis zu einem Meter großen Felsbrocken und einer großen Staubwolke, die vom Mittelpunkt des Planeten fast 23.000 Kilometer entfernt ist. Ja, und so weiter. Da gucken wir mal Project Overlord, was damit auf sich hat. Und ich nehme natürlich mein Liebchen Miranda mit. Und Jack mal wieder. Auch schon lange nicht mehr dabei gehabt, die Gute. Ja, man sieht's. So, Big Zero. So, was machen wir denn? Jack kann ihre biotischen Fähigkeiten in die Grenzen gehen. Aufladezeit. Was ist der Waffenschaden? Aufladezeit, Kräfte verringert. Ist, glaube ich, besser. Ist eigentlich total egal. Sagen wir mal ganz ehrlich, es spielt kaum eine Rolle, was man hier nimmt. So. Sind Sie da? Mein Name ist Dr. Gavin Archer. Die Sache ist dringend. Wir stehen kurz vor einem katastrophalen VI-Zusammenbruch. Einzelheiten erkläre ich Ihnen später, aber erst müssen Sie die Übertragungsschüssel außer Betrieb setzen. Die Steuerung ist nicht weit von Ihrer Position entfernt. Sie müssen sich beeilen. Ja, ja. Das kriegen wir doch hin. Alles schon wieder tot hier. Auf dem Monitor.
kriegen das schon hin. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen müssen beim Betreten angegeben und dem diensthaften Sicherheitspersonal überstellt werden. Glaubst du wohl selbst nicht, dass ich das mache, oder? Okay. Noch ein paar Creds. Eine Demonstration, ja. Das war's. Also wahrscheinlich ein Teil der Aufgabe. Oh. Warum habe ich gerade so Dead Space-Gefühle? Die VI hat die Steuerung übernommen. Wir müssen ihn aufhalten. Er will sein Programm hochladen und so den Planeten verlassen. Ja? Zerstören Sie die Antennen im Innern der Schüssel. Es gibt eine Bahn auf der unteren Ebene. Gehen Sie dorthin, so schnell Sie können. Ich will aber darüber los. Memo an das gesamte Personal des Projekts. Wie ich höre, gibt es Bedenken, was die Arbeit mit lebenden Gelf angeht. Ich halte es ja auch für ein Risiko. Aber der mögliche Erfolg überwiegt es bei weitem. Eines Tages werden es Ihnen Ihre Söhne und Töchter danken. Nee. Oh, ich freue mich so auf Callisto-Protokoll. Kennt ihr das? Schau ich mal einen Trailer an zu Callisto-Protokoll. Oh, das neue Dead Space, wenn man so will. Boah, ist das eklig. Vor allem so laut. Na dann. Bitte bleiben Sie auf Ihren Positionen, bis eine Unbedenklichkeitsfreigabe erteilt wurde. Ja, gut, dass Tali nicht dabei ist. Willkommen. Das heutige Mittagsangebot ist Warren-Filet am Ergo-Eiersalat. Warren-Filet? Geil. Schwere Waffen! Ach. Lass es sein! Warum leuchtet ihr alle so komisch? Was? Kaffee? Ach, Kaffeekasse! Ich habe Kaffeetasse gelesen. Geldmittel von der Kaffeetasse beschaffen. Die krassen Kaffeetassen. Ich bin's. Sie ist. Miranda, bleib doch einfach weg. Kinder, Kinder. Da knubbeln sie an mir rum die ganze Zeit. Können wir später machen, ja? Miranda, das haben wir schon geklärt, Mensch. Später Knutschi-Butschi, jetzt erstmal ballern und sammeln. An das gesamte Personal des Projekts.
Alter Spruch. Ist ein großer Schritt für Cerberus. Und Baby Steps für Humankind. Sis. So, war jetzt diese krasse Kaffeetasse. Da. Ist hier noch was? Fein, fein. Munition ist voll, das mag ich doch. 450 Creds. Ist aber ganz schön wenig Trinkgeld. Leute, ich mache hier mal Schluss. Ich habe ein bisschen Schmerzen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Lasst mich gerne wissen, wie es euch gefällt in den Kommentaren. Like das Video, wenn ihr möchtet. Und dann geht's schon bald weiter mit Mass Effect 2, hoffe ich doch. Ja, Mass Effect, ne? Ihr wisst schon. Danke, macht's gut, tschüss.